Die topografischen Eigenschaften bzw. die Topografie hat einen Einfluss auf das erzeugte Radarbild. Das gilt sowohl für die Geometrie des Radarbildes als auch für die Radiometrie. Man kann allerdings schlecht Radiometrie erklären, ohne die geometrischen Effekte verstanden zu haben. Deswegen zunächst drei wesentliche und immer wiederkehrende Prozesse bzw. ja, spezielle Eigenschaften in Radarbildern, die eben durch Topografie erzeugt werden können und auch tatsächlich erzeugt werden. Wenn wir uns einem Gelände befinden mit relativ starken Hangneigungen, werden wir immer wieder mit solchen Effekten konfrontiert sein. Ein Effekt ist beispielsweise, dass Gegenstände oder Objekte, die sich näher zur Antenne befinden, wie beispielsweise dieser Berggipfel hier, dass die in einem Radardatensatz zur Near Range hin verlagert werden, zur Near Range, weil in einem Radardatensatz oder in einer Prozessierung von Radardaten ist es nicht von vornherein möglich zu bestimmen, wo sich die einzelnen Objekte befinden, anhand des Winkels oder anhand, ja im Prinzip wie bei den optischen Daten, anhand tatsächlich des Winkels, sondern im Radar, im SAR-Bereich läuft alles über die Entfernungserkennung, über die Laufzeit. Und die Laufzeit zwischen der Antenne und diesem Punkt, die ist messbar, aber wir wissen nichts darüber, ob sich dieser Punkt tatsächlich näher an dieser Antenne befindet, weil er sich auf einer erhobenen Position befindet oder weil er weiter weg in Far Range sich befindet. In dem Fall ist es sogar ganz im Gegenteil so, dass sich dieser Punkt näher an der Antenne befindet. Und wenn ich jetzt hier einen Radius bzw. einen Kreisboden mit demselben Radius dieser Entfernung hier auftrage, stellen wir fest, dass wir am Bergfuß immer noch einen ja, relativ geringen Abstand zwischen Bergfuß und dieser Wellenfront haben. Das heißt, dass letzten Endes diese Bergspitze aufgrund der verringerten Laufzeit, die dadurch zustande kommt, dass sich der Berg erhöht oder eine erhöhte Position hat und dadurch näher am Sensor befindet, das führt dazu, dass im Radardatensatz letzten Endes diese Bergspitze nach vorn verlagert wird und viel weiter vorn im Radardatensatz dargestellt wird, als sich dieser Berg in der Realität, in der sogenannten Ground Range befindet. Das ist einer der geometrischen Effekte und weil hier dieser Berg nach vorn verlagert wird, sprechen wir von Vorverlagerung oder von Foreshortening. Das ist einer der Prozesse bzw. ja, ein geometrischer Effekt, der an allen Radardatensätzen zu finden ist, sobald wir Topografie vorhanden haben. Dieser Effekt kann sogar so stark sein, dass sich die Bergspitze aufgrund ihrer hohen Lage so weit nach vorn verlagert, dass sie sogar vor dem Bergfuß im Radarbild abgebildet wird. Das heißt, wir haben am Ende eine Überlagerung der Bergspitze und dem Bergfuß vor dem Berg. Also eine Überlagerung von zwei, ja, Flächen, die auch am Ende super schlecht zu korrigieren geht. Es ist zwar möglich, vorherzuberechnen, wo sich die Überlagerung befindet, weil wir kennen die Position des Satelliten, wir kennen die ganze Aufnahmegeometrie und wir haben ein digitales Geländemodell zur Verfügung, wissen also, wo solche Foreshortening-Areale sich befinden, aber die Korrektur dieser Foreshortening-Areale ist im Allgemeinen nicht möglich. Es gibt Spezialfälle, dass sich beispielsweise Foreshortening-Effekte ergeben über Wasserflächen und ich eine an sich sehr homogene Wasserfläche habe und beispielsweise eine Metallbrücke, die über diese Wasserfläche führt, vor dieser homogenen Wasserfläche sich deutlich abbildet. Und in so einem Fall kann ich zumindest visuell Aussagen über die Bildeigenschaften treffen. Was in so einem Fall, wo ein Berghang und ja, die Bergspitze und auch den Hangfuß, wo dieses sich überlagert, das nahezu unmöglich ist. Ein weiterer Effekt, der tatsächlich auch immer wieder auftritt, ist
dass Gebiete hinter einem Berg nicht ausgeleuchtet werden. Ja, Radarwellen, was ja letzten Endes Mikrowellen sind, können zwar in Objekte eindringen, auch bestimmte Objekte durchdringen, aber Berge gehören gewiss nicht dazu. Also das heißt, wir werden hinter diesem Berg schlicht und einfach einen unausgeleuchteten Bereich haben. Unausgeleuchtet heißt in dem Fall auch, wir bekommen für dieses Areal keine Radarrückstreuung. Ja, es wird schlicht und einfach nicht erfasst, dieses Gebiet. Und solche Gebiete werden auch als Radar-Schattengebiete bezeichnet. Man kann das durchaus auch vergleichen mit Schatten, die wir von unserem Tagesgeschehen her kennen, also Schatten, Sonnenschatten, die von Sonnenlicht auch nicht beleuchtet werden. Aber da haben wir noch das diffuse Himmelslicht, was in solchen Schattenarealen immerhin dazu führt, dass wir nicht völlig blind sind, dass gewisses Licht auch dort eintrifft. Im Radarfall ist es nicht gegeben. Wir haben schlicht einfach in solchen Radarschattenarealen keinerlei Informationen. Das Einzige, was uns bleibt, um trotzdem dieses Gebiet mit Informationen zu füllen, wäre eine weitere Befliegung mit einer anderen Geometrie. Entweder ich fliege von dieser Seite, schaue mit dem Sensor in die andere Richtung und versuche eben das Gebiet auszuleuchten, oder ich fliege den nächsten Flugpfad weiter hier drüben und versuche das Gebiet auszuleuchten. Solche Optionen bestehen natürlich. Man versucht letzten Endes lückenlos Daten zu generieren und solche Layover und Schattenbereiche im Prinzip ja, auszuschließen. Aber anhand einzelner Datensätze ist es eben in der Regel nicht möglich, Layover zu korrigieren. Und Schattenbereiche sind definitiv No-Data-Gebiete. Ja, diese geometrischen Effekte führen dazu, dass ich durch die Topografie eben auch ein geometrisch verzerrtes Radarbild bekomme. Die Bergspitzen befinden sich nicht an den tatsächlichen Positionen. Allerdings ist es anhand eines digitalen Geländemodells möglich, diese Korrektur vorzunehmen und den Radardatensatz zu orthorektifizieren, letzten Endes vergleichbar zu machen im Sinne der Geometrie mit anderen orthorektifizierten Datensätzen. Das ist soweit möglich. Allerdings gibt es auch noch einen zweiten Effekt, der ebenso zu korrigieren ist, und das ist die Radiometrie. Auch die Radiometrie wird tatsächlich durch solche topografischen Einflüsse verändert bzw. verzerrt letzten Endes. Generell haben wir den Fall, dass Hänge, die dem Sensor zugewandt sind, höhere Rückstreuintensitäten aufweisen als Hänge, die dem Sensor abgewandt sind. Und dafür benötigen wir nicht unbedingt solche extremen Situationen wie Foreshortening oder Layover und Radarschatten, sondern auch bei wenig Topografie haben wir schon den Fall, dass die Hänge, die dem Sensor zugeneigt sind, höhere Rückstreuintensitäten aufweisen. Und das hat den Hintergrund, dass die geometrische Auflösung am Sensor zugewandten Hangbereich deutlich schlechter ist. Das heißt, die Pixelgröße ist deutlich größer als am abgewandten Bereich. Eine höhere Pixelgröße bedeutet wiederum, dass über ein größeres Areal die Energie aufintegriert wird, was logischerweise zu höheren gemessenen Energien am Sensor führt. Dieser Effekt ist korrigierbar. Wenn ich das digitale Geländemodell kenne, kann ich diesen Effekt der unterschiedlichen Pixelgrößen, Auflösungszellengrößen, um korrekt zu sprechen, korrigieren. Diese Korrektur wird weitestgehend gut ausfallen, wenn ich auf meinen Bergflanken mehr oder weniger ideale isotrope Streuer vorhanden habe. Also Waldflächen wäre so ein Idealfall. Bei Waldflächen haben wir es auch nicht mit absolut idealen isotropen Streuern zu tun, aber immerhin, man kommt isotropen Streuern schon relativ nahe, weil wir eben Volumenstreuung haben. Und die Volumenstreuung ist so geartet, dass tatsächlich am Ende, nachdem die Mikrowellen nach vielfältigen Streuprozessen innerhalb des Kronendaches das Kronendach wieder verlassen, die eine vorgegebene oder eine dominante Richtung nachher kaum noch vorhanden ist. Also über Waldflächen können wir tatsächlich von annähernd isotropen Streuern sprechen.
Haben wir andere Flächen, beispielsweise ja, vegetationsfreie Flächen oder vegetationsarme Flächen, dort, wo die Radarrückstreuung in der Lage ist, durch die Vegetation durchzudringen und beispielsweise hauptsächlich am Boden zurückgestreut zu werden, wird die Korrektur dieses Effektes schon ein bisschen komplizierter, weil eben auch der Streuprozess dadurch veränderlich ist. Ein Beispiel wäre Double Bounce. Double Bounce benötigt einen rechten Winkel zwischen den beiden streuenden Flächen. Das heißt, Double Bounce tritt auf für Waldflächen, die sich auf ebenem Terrain befinden, sprich auf den Bergspitzen oder auch in den Tälern, die natürlich in der Regel weitaus weniger stark ausgeprägt sind als in dieser Skizze jetzt. Während wir an den zugewandten Hängen hier einen größeren Winkel als 90 Grad haben, an den abgewandten Hängen einen Winkel kleiner als 90 Grad, wird sich dort die Intensität des Double Bounce reduzieren. Und infolgedessen reduziert sich auch die Rückstreuintensität, weil Double Bounce insgesamt immer zu sehr, sehr hohen Rückstreuintensitäten führt. Diese Einflüsse lassen sich nicht ohne weiteres korrigieren. Wir haben also, wenn wir uns in einem, nennen wir es, vom Bewuchs her komplizierten Terrain befinden, das heißt eine beispielsweise sehr dünne Bewaldung mit sehr vielen großen Lücken dazwischen, wird es Schwierigkeiten bereiten, hier diese Effekte völlig zu korrigieren. Es gibt Ansätze, die Ideen verfolgen, eine Korrektur trotzdem zu ermöglichen. Die Ansätze sind jedoch recht kompliziert und bedürfen auch einiges oder einiger Anpassungen während der Korrektur. Und in der Regel ist auch dennoch die Korrektur meist relativ unvollständig. Ja, im Prinzip lässt sich abschließend auch sagen, dass diese Effekte, die wir hier beobachten können, analog zu den Effekten sind, die wir auch im flachen Terrain haben, allerdings in dem Fall zwischen Near Range und Far Range, also über diesen gesamten Aufnahmestreifen der Radardaten, sich erstrecken. Denn auch dort gilt im Prinzip dasselbe, dass ich in Near Range eine andere Radiometrie habe als in Far Range. Ganz einfach, weil ich flacher auf das Gelände schaue in Far Range als in Near Range. Auch dadurch können sich Effekte äußern, die auf unterschiedlichen Streuprozessen beruhen. Bei Gebieten mit starker Topografie ist das Ganze nur viel offensichtlicher, weil diese Effekte sehr stark variabel in kleiner oder in kleineren Dimensionen auftreten können. Zusammenfassend kann man sagen, dass Topografie ganz ähnliche Prozesse bzw. auch Artefakte verursacht, wie wir das vorhin gesehen haben, als wir gesprochen haben über Effekte, die durch einen breiten Öffnungswinkel zwischen Near Range und Far Range zustande kommen können. Im Near Range Bereich, wo wir relativ steil auf das Gelände schauen, damit würden wir im Prinzip ja auch Gebiete simulieren, wo wir steil auf so einen Hang schauen, also von oben auf die Vegetation, kommen möglicherweise andere Streuprozesse zustande als in einem Gebiet in Far Range, wo ich flach auf das Gelände schaue. Das kann beispielsweise auch ein abgewandter Hang sein. Die Prozesse, die wir hier also beobachten können, sind ganz ähnliche Prozesse wie auch im stark mit Topografie versehenen Gebiet. Nur dass dort, wo wir Topografie vorhanden haben, diese Prozesse in viel kleineren Räumen stattfinden und viel stärker hervortreten. Ja, in Gebieten mit starker Topografie ist die Bedeutung des lokalen Einfallswinkels viel besser zu visualisieren als im flachen Gelände. Deswegen wollen wir das einfach mal hier anschauen. Der lokale Einfallswinkel, wie gesagt, ist immer der Winkel zwischen, ich nehme mal eine andere Farbe, zwischen der Geländenormalen und der einfallenden Radarstrahlung. Das heißt, hier im Falle der Bergspitze haben wir ungefähr einen Winkel von 35 Grad. Und ein klein wenig weiter, nämlich hier auf der nächsten Bergflanke, die diesmal zugewandt ist zur Radarantenne, hätten wir hier die Geländenormale und diese verläuft nahezu
parallel, nahezu parallel zu den einfallenden Radarstrahlen. Und man kann es im Prinzip auch so verstehen, dass wir einen solchen Fall hätten im extremen Near Range, das heißt dort, wo der Sensor fast senkrecht nach unten schaut, was in der Realität im Prinzip nicht vorkommt, weil es eben auch zu Artefakten führt, die hier stark stören würden. Aber generell wäre es theoretisch denkbar, einen solchen Fall zu haben. Das wäre jetzt ein Bereich für einen mittleren Look-Angle, also zwischen Near-Range und Far-Range. Und das andere Extrem wäre dann, wenn ich meine Geländenormale hier an der gegenüberliegenden Bergflanke eintrage, wäre das jetzt der rechte Winkel, die einfallende Radarstrahlung käme hier an. Und wir hätten jetzt einen Winkel, der deutlich größer ist als für flaches Gelände.